Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade frisch geduscht und noch mit nassen Haaren. Dieses Video ist ganz spontan für euch abgedreht und ich war einkaufen. Ich brauchte neue Anziehsachen jetzt so für den Winter und neue Hosen. Ich werde euch jeweils immer ein Foto einblenden oder ja, wie es angezogen aussieht. Ich war beim Kick einkaufen. Ich habe genau 50 Euro ausgegeben. Ich habe Teile für mich gekauft, aber auch für meinen Freund. Und die möchte ich euch einfach mal zeigen und ja, wofür ich mich so entschieden habe. Ich bin wieder in einem anderen Hintergrund wie vor meinem anderen Video, meinem Rossmann Haul. Den habe ich hier auch schon gedreht. Ich möchte einfach mal was anderes ausprobieren. Deswegen werde ich so ein paar, ja, andere Orte ausprobieren hier in dieser Wohnung. Vielleicht mal im Kinderzimmer, im Wohnzimmer. Küche habt ihr ja jetzt auch schon. Und ja, reden wir einfach nicht viel und fangen wir einfach an. Ganz viel Spaß! Ja, wie gesagt, ich war beim Kick einkaufen. Ich habe einen Gutschein gehabt von 50 Euro. Und da habe ich mir gedacht, ich schaue mal, was ich so finde. Und ich bin auch fündig geworden. Und zwar einmal mit diesem Pullover hier. Der sieht ganz schick aus. Ich gehe mal einen Schritt zurück, dann könnt ihr den komplett sehen. So sieht er aus. Der ist schon frisch gewaschen. Den habe ich ein bisschen früher gekauft als die Sachen jetzt. Das ist ein Kapuzenpullover und ja, sieht ganz schick aus und lässt sich auch sehr super tragen. Auch jetzt so bei dem Wetter trage ich den sehr gerne. Und ja, in schlichtblau mit einer Aufschrift Round the World, Los Angeles, London, Bangkok und Sydney. Ja, sieht ganz schick aus, auch angezogen ganz toll, hat 9,99 gekostet. Ich blende euch die Preise hier einmal ein. Hier noch einen großen Beutel mit Anziehsachen. Dann habe ich noch ein Oberteil. Ich glaube, ich habe für mich 3 Oberteile und 2 Hosen. Ich brauchte unbedingt neue Hosen. Ich will hier meinen Beutel nicht mehr halten. Das ist ein ganz schlichter blauer Shirt. Da ist auch noch das Preisschild dran. Und das sieht so aus. Das hat hier so eine Knopfleiste. Und ja, Lichtverhältnisse sind ganz okay. Das sieht so aus. Und das hat 6,99 gekostet. Sieht auch ganz schick aus. Muss ich noch anziehen. Und wie gesagt, ich blende euch die Fotos ein. Wie es angezogen aussieht. Alles Langarm natürlich. Und ein paar dicke Socken mitgenommen. Muss man nicht viel zu sagen. Einmal ein Blau. Größe 43 bis 46. Ich hoffe, sie passen. Aber ich habe einen Kassensattel. Ich kann sie umtauschen. Weil er braucht immer ein paar dicke Socken und auch mal neue. Damit wir mal seine aussortieren können. Für meinen Freund noch. Das musste unbedingt mit. Er ist ja so ein Homer-Fan von den Simpsons. Und da habe ich dieses süße T-Shirt gefunden. Das war jetzt auch im Angebot. Er hat schon ein Homer-T-Shirt. Aber das ist durch die Waschmaschine schon abgeblasst. Und das sieht so aus. Schaut mal. Da surft Homer auf dem Surfboard. Das musste mit. Das war reduziert auf 2,99 €. Da wird er sich bestimmt freuen. Eigentlich war der Gutschein ja nur für mich. Ich sollte nur für mich gucken. Aber die Frauen, die kennen das, die tun das nie. Es musste auf jeden Fall mit. Ich habe es nur noch mal größer, also ich habe es XXL genommen. Und dann wird das auch passen, hoffe ich. Ich habe noch eine Hose gekauft, weil ich ja unbedingt eine Hose brauchte. Ich habe einmal eine Jeanshose. Das ist, glaube ich, so ein dunkelblau bis schwarz schon fast. Und die sieht einmal so aus. Sieht ganz schick aus.
ist normal geschnitten vom Bein her. Das mag ich ganz gut in der Größe 44. Und mal gucken, wie sie sich tragen lässt. Ja, die hat 7,99 gekostet. Totaler Schnapper. Weil ich bin nicht so Hosen, die über 20 Euro kosten und sie dann nach 5 bis 6 Mal tragen dann kaputt sind. Noch ein Pullover. Ein rosanen. Auch ein Kapuzenpullover. Mein Freund mag das zwar nicht so, aber ich finde, für diese Jahreszeit sind Kapuzenpullover ein Muss. Der sieht so aus. Der sieht richtig toll aus. Schaut mal. Schick, oder? Musst du unbedingt mit. In der Größe 46. Und der hat 7,99 gekostet. Sieht ganz schick aus. Hat vorne auch wieder Taschen. Und das finde ich auch ganz toll. Und dann habe ich noch zu guter Letzt eine Hose. Habe ich mir gesagt. Und ich schätze mal, die werde ich morgen auch gleich anziehen. Ja, die sieht so aus. In so einem Khaki-Grün, also so ein Khaki-Farben. Die sieht ganz schick aus. Reine Baumwolle. Schön wohl angenehm zu tragen. Und die hat 10 Euro gekostet und Größe 42. Dadurch, dass das Baumwolle ist, wird die sich auch noch schön weiten. Und ja, sieht auch ganz schick aus. Ja, war mein Kick-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, wo ihr gerne einkauft und ob ihr auf Marken achtet oder allgemein. Und ja, ich würde sagen, wer mich noch nicht abonniert hat, kann das gerne tun. Ihr kann auf den roten Abonnier-Button drücken. Es ist und bleibt kostenlos und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Wir sind jetzt bei 19. Und ich sage auch nochmal herzlich willkommen alle, die jetzt neu auf meinem Kanal sind. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Bye!